Da saßen sie nun, angekettet, Füße im Block, Rücken kaputtgeschlagen, voller Schmerzen, absolut in Dunkelheit im Knast. Und haben sich bestimmt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen uns verhört haben. Paulus hatte doch diesen Traum von diesem Mazedonier, der gerufen hat, komm mal rüber und hilf uns. Und sie sind dann nach Philippi gereist und am Anfang lief es super. Da kam eine Frau zum Glauben, eine recht wohlhabende Frau, eine Händlerin mit Purpurstoffen. Die Lydia kam zum Glauben, sie haben bei ihr im Haus gewohnt. Und dann nervte sie da irgendeine okkulte Frau, die ständig hinter ihnen herrief und nicht Blödsinn erzählt hat, sondern die Wahrheit. Aber Paulus war irgendwann so genervt, dass er einen Dämon ausgetrieben hat. Und deshalb bekamen sie großen Ärger dort in der Stadt. Und sie wurden halt geschlagen und ins Gefängnis geworfen und ihnen drohte was auch immer. Und da sitzen sie. Die Füße im Block, sie können sich nicht bewegen. Sie haben totale Schmerzen. Und in solchen Situationen weiß man überhaupt nicht, was los ist. Sie können auch nicht in der Bibel nachschauen. Vielleicht lag da so ein Gideon-Testament und dass sie nachgucken und sagen, guck mal nach, wie kommen wir hier wieder raus? Wie lange müssen wir hier aushalten? Sie wussten es nicht. Es hätte auch das Ende ihres Lebens bedeuten können. Oder dass sie einfach vertrieben wurden. Oder lange Gefängnisstrafe. In solchen Situationen versteht man oft die Welt nicht mehr. Man denkt, man ist mit Gott unterwegs. Man denkt, man hat drüber gebetet. Und die Situation sah gut aus. Die Entscheidung sah richtig aus. Und dann plötzlich das Unerwartete. Das, was nicht im Protokoll stand. Jedenfalls nicht in unserem. Eine Diagnose. Ein Brief. Ein Anruf. Eine alles verändernde Lebenssituation. Und zwar zum Negativen. Und in solchen Situationen zu sitzen. Und dann zu fragen, Gott, was ist los? Das hätten die Apostel machen können. Und sie brauchten eine ganze Zeit. Sie wurden am späten Nachmittag, frühen Abend ins Gefängnis geworfen. Und dann heißt es in dem Text, um Mitternacht fingen sie an, Gott zu ehren. Sie konnten sich jetzt nicht irgendwie Kopfhörer aufsetzen und eine schöne Mucke einspielen und sagen, komm, wir fangen jetzt an, ein bisschen zu tanzen. Sie waren im Block, sie konnten auch noch nicht mal die Hände heben zum Worship. Konnten sich nichts anschauen. Es war eine Herzenshaltung. Gott, über all diesen Umständen, du bist größer. Du bist mächtiger. Wenn man mal so Lobpreislieder auch in der heutigen Zeit hört, dann wird das ja immer so gesungen. Gott, du bist stärker, du bist größer, du bist mächtiger, über allem stehst du. Das zu singen in guten Zeiten ist das eine und ist auch gut. Aber das zu singen in diesen Lebenssituationen, wo es heißt, opfere Gott deinen Dank oder deine Anbetung. Das ist das andere. Nicht zu wissen, wie es ausgeht. Wir können in die Bibel reinschauen und sagen, ey Paulus, habt noch ein bisschen Geduld. Kurz nach dem Lobpreis beginnt ein Erdbeben und dann werdet ihr frei und da kommen noch Leute zum Glauben. Alles super. Aber es geht um deine Lebenssituation und um meine. Den Brief, den du gestern bekommen hast. Die Diagnose, die im Raum steht. Dass deine große Hoffnung, die zerplatzt ist. Der Scheidungstermin, der vor der Tür steht. In solchen Lebenssituationen, Gott das Vertrauen auszusprechen. Und Gott darin auch zu ehren. Und sagen, Gott, du bist wirklich größer. Ey, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich weiß, das ist auch eine Kraftanstrengung. Da ist am Abend, wir würden am liebsten jetzt nur noch maulen und klagen und stöhnen. Hat auch alles seine Zeit. Es geht nicht darum, alles runterzuschlucken. Wir dürfen auch klagen, wir dürfen auch stöhnen, wir dürfen Gott sagen, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber der Lobpreis, Gott zu ehren über diesen Situationen, darf davon nicht abhängig sein. Ich wünsche dir dieses Aufsehen auf Gott, Anfänger und Vollender deines Glaubens, der über den Situationen steht, der größer ist und vor allen Dingen, der einen Plan hat, den du im Augenblick nicht hast. Dein Plan ist vielleicht zerstört. Ich wünsche dir, von diesem Text her zu lernen,
und zu sagen, Gott, du schreibst deine Geschichte, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, wie die nächste Seite aussieht, wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Du bist am Schreiben und das ehrt Gott. Ich wünsche dir Gottes Segen für diesen Tag, für deine augenblickliche Lebenssituation und ja, sei gespannt, wie die Geschichte in der Apostelgeschichte weitergeht, aber sei auch gespannt, wie deine Geschichte weitergeht.